Hallöchen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. So, und wir haben uns heute was Besonderes überlegt. Und zwar, Kloppo bestimmt unser Essen. Also wir sind schon sehr gespannt. Wir wissen nicht, wie das Ganze abläuft, ob es klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber wir versuchen natürlich alles. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also viel Spaß! Werbung! Oh, endlich fertig. Noch eine Stunde saugen und wischen. Jetzt reicht's auch für heute. Ich bin wieder da. Papa ist wieder da. Papa ist wieder da. Mal, wollt ihr mich eigentlich alle ver... Das gibt's doch nicht. Kennt ihr das? Ihr seid gerade fertig mit Wischen, Saugen, was weiß ich nicht alles, seid total stolz und dann kommt die Familie nach Hause und macht alles wieder dreckig. Alles zunichte, was man gerade geschafft hat. Ich liebe diesen Hund. Aber überall sind diese Wollfellmäuse, überall. Er kann ja nichts dafür, aber man ist gerade fertig. Katastrophe. Und deswegen bin ich total stolz auf meinen Dreamy H12 Pro. Da spare ich mir nämlich einen Arbeitsgang. Ich wische und sauge in einem. Und das finde ich total cool. Sonst müsste ich erst durch die ganze Bude saugen und dann müsste ich danach wieder wischen. Und jetzt bin ich viel, viel schneller unterwegs. Der Dreamy H12 Pro kommt als Kombination von Nass- und Trockensauger mit Ladestation und viel Zubehör, wie zum Beispiel einer Ersatz- oder auch einer Reinigungsbürste. Der Nass- und Trockensauger verfügt über ein Design mit einer durchgehenden Bürste, mit der man auch direkt an den Wänden entlang und den Ecken reinigen kann. Durch die verbesserte Reinigung von Kanten und Ecken reinigt er dicht an den Fußleisten entlang, um verschüttete Flüssigkeiten gründlich aufzuwischen und Flecken zu entfernen. Der H12 Pro ist mit einem fortschrittlichen Sensor ausgestattet, der die Sauglastung an die erkannten Verschmutzungen anpasst und so die Energieeffizienz und Reinigungsleistung optimiert. Die Selbstreinigungsfunktion löst Haare und entfernt Schmutz, um die Reinigung mit einer sauberen Bürste zu gewährleisten. Die Bürste wird nach der Selbstreinigung in nur anderthalb Stunden gründlich mit Heißluft getrocknet, um Schimmel und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Der Trocknungsvorgang kann nach Bedarf manuell aktiviert werden. Self-cleaning complete. Please clean the used water tank. Drying the brush roller. Saugen und wischen den ein, dann könnte das ja sogar ich, ne? Muss ein bisschen aufpassen, dass mir nichts mehr aus dem Mund fällt, ne? Aber nicht nur den H12 Pro, sondern viel, viel mehr könnt ihr gewinnen auf dem Dreamy Dach-Account. Schaut einfach mal bei Instagram vorbei, da oben der Account und in der Infobox ist das Ganze auch nochmal verlinkt. Der Dreamy hat ein Gewinnspiel laufen, da ist unter anderem der H12 Pro mit dabei, aber auch viele, viele andere Produkte von Dreamy, Haartrockner, Roboter, Saugroboter und. Einfach mal vorbeischauen, mitmachen und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eins von diesen coolen Produkten oder eben auch ein Produktpaket. Alles möglich auf dem Account. Deswegen checkt einfach mal den Dreamy Dach Account. Vielleicht werde ich jetzt demnächst auch mal mit Saugen und Wischen anfangen. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Also, wir haben zwei Zettel jeweils, also zwei Paare, die wir hinlegen werden, verdeckt natürlich. Obwohl, eigentlich können wir es auch so hinlegen, weil Kloppo kann ja nicht lesen. Wir legen also jeweils ein Leckerchen auf den Zettel. Und zu welchem Zettel er als erstes geht und sich das Leckerchen runternimmt, müssen wir dann benutzen für unser Essen. So, also, wir werden das Ganze jetzt, Lulu, nimm mal das erste mit, du kannst auch mit... Komm, wir nehmen hier Hackfleisch und Nuggets. Genau, und danach Nudeln oder Kartoffeln. Okay. So, leg die Zettel mal verdeckt hier hin, auf den Boden, hier. Man kann aber ja trotzdem nicht lesen, ne? Ja, oder... So. Ja, mit weitem Abstand. Ja, genau, und jeweils ein Leckerchen drauf. Auf den Zettel, richtig schön drauf. So, genau, der Kloppo ist da hinten. Schon bereit. Kloppo, komm mal her. Ja. So, warte mal, mach mal einmal Sitz. So ist fein. So ist fein. So, dann auf die Plätze, fertig, los. Oh, er geht hier hin. Was ist das denn? Oh, er hat sich Hackfleisch zuerst gesucht. Kloppo, es gibt dann also Hackfleisch. Hackfleisch so. Und keine Nuggets. Warte, gleich gibt es erst wieder was. Nein, das ist nicht. Ja. So, jetzt die nächsten Paare. Kartoffeln oder Nudeln? Ja. Lulu legt es wieder hin. Leckerchen obendrauf. Ja, bist schon ganz gespannt. Komm mal hier wieder hin. So. Mach mal Sitz. So ist fein. Leon, du passt auf, dass er nicht aufsteht. So. Ah, es kann losgehen. So, aus dem Weg. Und du darfst.
Oh, diesmal, was ist es? Nudeln hat er sich als erstes geschnappt. Oh, Lulu, Lulu freut sich. So. Ist egal, kannst Schoki und Käse. Dann kriegst du noch dann. Hey, Kapo, komm mal wieder hier hin. Komm mal hier, komm. So ist fein. Und wieder Sitz machen. Aber sitz fein. Bist du soweit? Ja. So. Und? Los geht's. Oh, wieder da. Was ist es? Okay. Oh, wir haben bisher noch nichts falsch. Käse. Dann, jetzt. Was kommt jetzt? Karottensaft oder Eis. Oh, das ist dann das Getränk zu unserem Essen, was er jetzt aussucht. Okay, Kloppo, wieder hier hin. Komm hier, komm. Und sitz. Fein. Muss noch warten, bis Lulu bereit ist. Und los. Oh, irgendwie hat er einen Rechtsdrang. Okay, es ist der Karottensaft. So, Kloppo. Oh, was ist es denn? Wir müssen mit Sahne kochen. Oh, guck mal hier, schon raufgesabbert. Kloppo, hast du auf den Zettel gesabbert? Sahne? Ja, nee, da ist nichts mehr. Du kriegst gleich erst was. Kloppo, hier. Gleich gibt's was, ne? So, was haben wir denn jetzt noch? Das ist das Letzte, der Nachtisch, den sucht er jetzt aus. Oh, ich bin sehr gespannt. Okay, Kloppo, hier hin. Komm. Komm weiter. So, kannst du gleich wieder Anlauf nehmen. Seht's? Ach, guck mal, der ist schon ganz gierig. Hopp. So. Was ist das denn? Jetzt geht er auf einmal nach links. Was ist denn? Eis! Es gibt Eis zum Nachtisch! Da war. Guck mal. Eis, das ist doch schön, oder? Freust du dich? Ist auch warm, finde ich heute. Ja. So, und ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, dafür einkaufen zu gehen. Und ich werde davon heute Abend ein Gericht zaubern. So, ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Und zwar, es gibt Nudeln. Mit Hackfleisch, ne? Dazu Käse. Ich glaube so Parmesan, ne? Dazu Sahne. Dazu trinken wir, also ich muss das Ganze irgendwie gucken, wie ich das mache, also eine Sahnesoße. Dazu trinken wir Karottensaft. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber als Nachtisch kriegen wir ein schönes Eis. Also ich bin sehr gespannt. Kloppo darf natürlich nicht davon naschen. Ne? Du hast jetzt genug Leckerchen gekriegt. Ich schmeiße mal den Rest wieder in eine Tüte. Ja, dann will ich mal losfahren. Und ich bin sehr gespannt. Helft ihr mir beim Kochen? Na klar. Gut, also ich fahre jetzt los, damit wir das Essen, was uns Kloppo rausgeschnüffelt hat, auch essen können. Aber ich finde es da nicht so schlimm. Also nee. Es hätte uns jetzt schlimmer treffen können. Es geht noch. Also bis auf den Karottensaft. Karottensaft mag niemals. Ja. Mal gucken, vielleicht wird es ein Auflauf, vielleicht auch nicht. Wir werden mal gucken. So, vom Einkaufen zurück. Hier ist das Hackfleisch. Hier ist der Käse. Da ist der tolle Karottensaft. Sahne. Dieses leckere Eis habe ich jetzt mal mitgenommen. Das hatten wir noch nie. Mal schauen, wie es schmeckt. So, und Nudeln natürlich. So, mal schauen, was wir damit zaubern. Das Hackfleisch hauen wir jetzt erstmal in eine Pfanne, oder? Da steht noch nichts. Da holen wir jetzt eine Pfanne. Quellkartoffel und Dup-Dup. So, da ist das Hackfleisch. Das geben wir jetzt in eine Pfanne. So, ich will das jetzt nicht so da reinklatschen. So. Dann schauen wir mal. Ne? So. So, gleich ist soweit. Die Soße haben wir ein bisschen mit Kräutern gepimpt, aber sieht doch schon gut aus.
So, da ist das Essen. So, und das werde ich jetzt auf die Teller verteilen. Jetzt. Hier, der gute Karottensaft steht auch schon hier. So, Lolo, Tellerchen. Also, ich finde... Man konnte gut damit kochen. Das hätte uns mit der Schokolade schlechter treffen können, ne? Stellt euch jetzt mal vor, wir hätten Schokolade anstatt Käse gezogen. Das wäre eklig. Dann hätten wir nicht so viel Spaß am Essen gehabt. Nee. So. Jetzt wollen wir gleichzeitig probieren? Mhm. So. Dann mache ich jetzt noch hier, den schüttel ich auch einmal. Gib her dein schönes Glas. So, den stellen wir mal an die Seite. So, Prost, auf ein schönes Essen. Achso, wir trinken erst. Achso, okay, können wir auch gleich machen. Gut, wir probieren als erstes. Nein. Guten Appetit. Mmh, sehr gut. Ich finde aber auch, dass ich es gut getroffen habe, oder? Lecker. Ja. Man muss dazu sagen, Lulu ist nicht so für Käse. Und auch nicht unbedingt so ein Fan von der Sahnesoße. So, wie ihr seht, die Teller sind leer. Leon hat sich sogar schon Nachschlag genommen. Mhm. Ist also lecker. So. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der ist nicht ganz so schön. Also wir mögen alle keinen Karottensaft, das liegt daran. Es gibt bestimmt Menschen, bevor sich jetzt jemand beschwert, die Karottensaft sehr gerne mögen. Aber da gehören wir leider nicht zu. Oh, ich habe gegrunzt. Obwohl, ich habe schon Schlimmeren getrunken. Aber trotzdem ist lecker. Ja, der ist nicht. Da fehlen uns förmlich die Worte. Na. Nicht aus der Auslaufform. Aus der Auslaufform, das Essen hier. So, was haben wir jetzt noch? Das Eis haben wir noch. Und das werde ich jetzt gerade holen. Hat er bereit? Mhm. Wir geben das hier auf. Hm? Ah, okay. So. Eins for you. Eins for you. Was stelle ich einmal gerade hier runter? Welche Sorte ist das denn? Raspberry. Joghurt Raspberry. Das haben wir noch nie gegessen. Nö. Nee. Mhm. Falls ihr das mal gegessen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann. Also, ja, es riecht halt nach Schokolade. Wir müssen jetzt reinbeißen. Ich habe noch nichts vom Joghurt. Ich auch nicht. Mhm. Aber jetzt. Oh Gott, das ist aber lecker. Das schmeckt richtig kräftig. Ja, ist lecker. Mhm. So, das ist jetzt nach dem Karottensaft wieder in Genuss. Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Ihr müsst jetzt nicht warten, bis wir das Eis aufgegessen haben, weil es ist ja ein großes Eis. Oh, Alexa, stopp. So, dem Kloppo habe ich vom Einkaufen übrigens noch eine Belohnung mitgebracht. So, mein kleiner Kloppo, da ist der Knochen. Oh, guck mal, da kommt er schon. Bitteschön, weil du so fein mitgemacht hast. Och, jetzt verzieht er sich schon. Da. Kloppo sucht sich übrigens immer einen Teppich, wo er den Knochen kaut. Und meistens, jetzt ist er gerade irritiert, weil ich hier stehe, meistens geht er zum Flur. Aber okay, lass dir schmecken, mein Freund. So, also wir verabschieden uns, ne? Ja. War doch ganz cool mit Kloppo, ne? Ich glaube, das hat richtig gut gemacht. Hat er gut gemacht, ne? Ja. Ja. Was ist das denn? Das abgebissen. Ach, guck mal, jetzt könnt ihr auch direkt sehen, wie dieses Eis ohne Schokolade aussieht. Sehr interessant. Ich mache es doch bei Kinderriegel. Ja. Dann nehme ich erst dann diese Seite, die glatt ist, beiß ich ab. Ja. Okay, so, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss.